Ja, die meisten von uns, die müssen tagsüber sehr, sehr viel mit ihrem Gehirn arbeiten. Und da ist natürlich die Frage spannend, wie sporne ich denn mein Gehirn zu Höchstleistungen an? Was macht mein Gehirn wirklich fit? Zum Beispiel könnte ich in der Früh kalt duschen, das wäre eine Möglichkeit. Aber natürlich sind die Nährstoffe auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und darum geht es in diesem Video. Zunächst muss man mal wissen, dass das Gehirn sich nur von einer einzigen Energiequelle ernährt und das ist Glucose, also Traubenzucker. Und dabei ist das Gehirn richtig gierig. Man spricht sogar vom sogenannten Selfish Brain. Das heißt, es sorgt dafür, dass es immer als erstes und als bestes mit Traubenzucker versorgt wird. Und jetzt könnte man meinen, dann wäre es ja das Beste, dass ich mich viel von Zucker ernähre. Aber der Zucker in seiner reinen Form oder auch das Weißmehl sorgt halt immer nur für einen sehr, sehr kurzfristigen Energieschub, auch fürs Gehirn. Und der Blutzuckerspiegel fällt ja dann immer auch sehr, sehr schnell ab, was dann zur Folge hat, dass ich eher erst recht müde bin oder unkonzentriert. Viel besser wären natürlich da die bekannten komplexen Kohlenhydrate. Also je komplexer, desto besser. Also alles, was mit Vollkornprodukten zu tun hat, Haferflocken, sind tolle Energielieferanten, damit ich auch über den Tag hinweg gleichmäßig mit Gehirnnahrung versorgt werde. Und dann braucht das Gehirn auch Fett, und zwar die ungesättigten Fettsäuren, und die fungieren hier als Baustoffe, und zwar als Baustoffe für unsere Zellmembranen. Und punkten können hier die Omega-3-Fettsäuren, wie wir sie zum Beispiel auch in Haferflocken finden oder auch zum Beispiel im Lachs. Das wäre zum Beispiel ein tolles Abendessen. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Vitaminen, die super interessant sind fürs Gehirn, und allen voran die B-Vitamine. Das ist ja so ein Vitaminkomplex. Und B-Vitamine, könnt ihr euch merken, die sorgen immer für Konzentrationsfähigkeit. Also immer dann, wenn ich merke, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich kann nicht gut bei einer Sache bleiben, dann könnte es sein, dass so ein kleiner Vitamin-B-Mangel dahinter steckt, wo ich dann verstärkt auf Vitamin-B-Lieferanten schauen sollte. Und falls ihr in eurem Leben schon mal in den Genuss einer Vitamin-B-Infusion gekommen sein solltet, also die gibt man zum Beispiel, wenn man starken Vitamin-B-Mangel hat, dann merkt man richtig, was das auslöst, was für einen Pusher das gibt fürs Gehirn und wie fokussiert ich dann arbeiten kann. Gute Vitamin-B-Lieferanten sind zum Beispiel Haferflocken, sind aber auch Milchprodukte, auch Fleisch, Fisch oder Geflügel. Und das zweite wichtige Vitamin ist natürlich das Vitamin C. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein Streitgespräch hat, hat man einen Vitamin C-Abgang von bis zu 300 Milligramm. Da muss ich schon einen halben Liter Orangensaft trinken, dass ich das wieder auffülle. Das heißt, Vitamin C wird ganz, ganz stark benötigt, wenn ich sehr viel unter Stress stehe. Und deswegen natürlich auch super, super Brain Food. Und dann kommen wir natürlich auch zu den Mineralstoffen, und ein Mineralstoff, was ich schon ganz, ganz oft angesprochen habe, ist das Magnesium. Und das Magnesium gilt ja als das Antistresshormon. Es ist so immer für die Entspannung zuständig, sowohl bei der Muskulatur als auch bei unseren Nerven. Und wenn ich einen stressigen Alltag habe, dann habe ich in der Regel einen enormen Magnesiumverbrauch. Und da sollte ich dann ganz, ganz besonders auf meine gute Magnesiumversorgung achten. Magnesium findet ihr in Kürbiskernen, in Sonnenblumenkernen, aber auch zum Beispiel in Kakao. Also eine kleine Stück dunkle Schokolade naschen kann für einen stressigen Büroalltag ganz, ganz gut sein. Dann ist natürlich Wasser super wichtig. Also ich muss viel trinken, wenn ich mit dem Gehirn arbeite, und das kennt ihr alle. Wenn ich zu wenig getrunken habe, bekomme ich Kopfweh, kann ich mich nicht mehr gut konzentrieren und werde müde. Also Wasser ist natürlich das A und O, aber das ist ja auch wirklich kein Geheimnis mehr. Als letztes natürlich mein Lieblingsthema, nämlich das Thema
die Neurotransmitter, die Hormone. Und ihr kennt alle das Hormon Serotonin, das ist so ein bisschen das Glückshormon. Man sagt auch das Schäfhormon, weil es so ausgleichend wirkt. Aber auch eben das Noradrenalin und das Dopamin. Dopamin ist das Hormon, das ist ein bisschen dieses Willhaben-Hormon, das ist, macht uns motiviert, das sorgt dafür, dass wir uns hinsetzen in der Früh und Vollgas an unseren Arbeiten. Und das Noradrenalin, das ist das Hormon, was uns begeisterungsfähig macht. Also das sorgt dafür, dass wir in einem Meeting unsere Ideen und Vorschläge mit Begeisterung rüberbringen können. Und alle diese Neurotransmitter werden gebildet aus Aminosäuren, das heißt aus Eiweiß. Das heißt, eine gute Eiweißversorgung ist besonders wichtig für das Gehirn. Und zum Beispiel, das Serotonin wird gebildet durch die Aminosäure Tryptophan und die ist zum Beispiel in Cashewkernen ganz besonders gut drin. Und es gibt ja nicht umsonst das Studentenfutter mit den ganzen Nüssen drin und unter anderem den Cashewkernen, weil das eben ein richtig, richtig gutes Brain Food ist und ein toller Snack, der eigentlich immer am Schreibtisch einen guten Platz findet. So, ich habe ganz, ganz viele Dinge angesprochen, wo ich auch schon Videos gemacht habe. Ich habe schon Videos gemacht über Magnesium, ich habe ganz viele Videos gemacht über Vitamin C, ich habe Videos gemacht über was mache ich bei Stress. Kann ich euch alle empfehlen, am besten ihr abonniert den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal.